Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch meine Sommer-Must-Haves, also sowohl im Bereich Mode als auch Beauty, und ich zeige euch da einfach die Sachen, die für mich so essentiell für den Sommer sind und auch für die Leute in meinem Umkreis. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, und zwar mit den Fashion-Sachen. Und die erste Sache, die auf jeden Fall ein Must-Have ist, sind so ganz einfache Kleider, so Jersey-Kleider, die eng am Körper anliegen. Die sind so bequem und sehen immer so schick aus. Ich habe da mal zwei Beispiele für euch. Und zwar einmal dieses hier. Das sieht aus wie so ein T-Shirt oben, hat so ein bisschen einen Kragen und ist so gerippt in dunkelgrau. Und das geht echt richtig, richtig lang nach unten. Das geht ungefähr so bis kurz vor die Knöchel, aber es sieht echt richtig cool aus. Und das ist einfach mega bequem und sowas braucht man auf jeden Fall im Sommer. Und ich habe da noch so ein anderes Beispiel. Ups. Und zwar, du bist jetzt hinten und vorne. Dieses Kleid hier. Ist auch wieder grau, hellgrau. Und hat hier oben so einen Kragen. So einen längeren Kragen, Rollkragen. Aber ich klappe den immer so einmal zur Hälfte um. Keine Ärmel. Und geht so bis zur Mitte vom Oberschenkel. Also das ist ein bisschen kürzeres, aber auch mega bequem. Das erste, was ich euch gezeigt habe, war von Zara. Aber ist, glaube ich, nicht mehr erhältlich. Und das hier war von cndirect.com. So, die zweite Sache sind natürlich Jumpsuits. Egal ob kurz oder lang oder was auch immer. Auf jeden Fall Jumpsuits. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Das habe ich bei Primark gekauft. Und das ist so ein ganz lockerer schwarzer. Und der ist echt, vor allem durch diese Spaghetti-Träger. Und hier ist der noch so, hat er noch so ein extra Stoffteil. Ist echt mega bequem. In der Taille ist er dann ein bisschen enger und geht auch wieder gerade runter bis nach unten. Und obwohl der schwarz ist und lang, ist er trotzdem für den Sommer perfekt. Also jetzt nicht, wenn es 40 Grad sind, aber ihr wisst, diese Sommertage in Deutschland, wenn es so in die Stadt geht oder so. So, das nächste Must-Have ist auf jeden Fall dieses Oberteil, was ich anhabe. Das ist so ein schulterfreies Oberteil, wie ihr sehen könnt. Und in weiß vor allen Dingen sieht das so mega sommerlich aus, aber ich habe das auch noch in schwarz so ähnlich. Ja, kann man jetzt echt nicht so gut erkennen. Das Problem bei denen, die sind beide von cndirect.com, wie voll viele Sachen, die ich euch jetzt noch zeigen werde. Das Problem ist, dass die sehr durchsichtig sind, das heißt, ihr müsst da auf jeden Fall was drunter ziehen. Aber die sind echt so luftig und perfekt für den Sommer. Und die nächste Sache, auch wieder von cndirect, sind solche Zweiteiler. Also habt ihr hier so ein Oberteil, das ist so cropped, ne? Mit so einem richtig süßen Blumenmuster. Ich hatte das noch nicht an, muss ich sagen. Und dazu kommt so eine High-Waisted Shorts, die auch richtig locker ist. Ein bisschen wie so ein Rock. Und wenn man das zusammen anzieht, sieht das so schön aus. Ich habe das ja auf dem Bild gesehen. Einfach perfekt. Perfekt, vor allem wenn man im Urlaub ist oder so. Vor allem, weil das auch so ein lockerer Stoff ist. Ach, was soll ich noch sagen? Und die letzte Sache im Bereich Mode sind solche Oberteile. Das hier ist von H&M, aber glaube ich auch nicht mehr aktuell. Aber solche findet ihr auch echt überall. So ein Crop-Top hier. Und vorne hört das halt echt hier auf. Aber hinten geht es nochmal so richtig relativ lang nach unten mit so einem transparenten Stoff. Und von hinten sieht das so aus. Da muss man sich auch immer überlegen, was man da drunter zieht. Es gibt natürlich die hautfarbenen BHs, die Klassiker. Oder halt so ganz normale Tops. Aber was auch ganz schön ist, was man sich vielleicht nicht unbedingt traut, was voll in, diese BHs, die so ein bisschen Spitze haben in schwarz und weiß. Und dann haben die hier so noch so Träger und sowas, die so schräg gehen. Das sieht auf jeden Fall auch cool aus mit solchen leicht transparenten Oberteilen. Und so ein ähnliches habe ich nochmal auch von Primark. Und zwar ist das hier aber vorne und hinten mit einem längeren Stoff. Und zwar ist es auch so ein Crop Top in weiß und darüber wieder so ein leichter Stoff. Hat aber an den Seiten so ganz, ganz lange Schlitze und es ist hinten auch ein bisschen länger als vorne. Und das ist auch echt schön, vor allem wenn man vorne so einen Knoten reinmacht, das kennt ihr bestimmt alle. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir zu den Accessoires und das ist natürlich das Wichtigste im Sommer, Sonnenbrillen. Und da ich halt ein sehr großes Gesicht habe, sehr viel Fläche in meinem Gesicht,
ja, brauche ich auch sehr große Sonnenbrillen. Und ich finde, das ist jetzt auch ein Must-Have, weil es ist auch voll im Trend und jeder braucht eine XXL-Sonnenbrille. Ich zeige euch da jetzt mal meine drei Lieblingsmodelle. Ich habe die auch noch in verschiedenen Farben, aber ich zeige euch jetzt immer jeweils nur eins. Und zwar einmal diese Sonnenbrille hier. Das ist eine schwarze mit so einem goldenen Rand hier. Ein bisschen wie die von Dior, glaube ich. Die sieht auch richtig cool aus und die haben auch echt nicht viele. Ach so, woher die ist? Die hat mir eine Freundin aus Griechenland mitgebracht, deswegen weiß ich das bei der jetzt nicht so genau. Aber bei den nächsten beiden kann ich euch das sagen. Und zwar ist die nächste diese hier. Hammer ist die. Mit Gold und so blau verspiegelnden Gläsern. Die ist so schön, ich ziehe mal an. Und zwar habe ich die auf Amazon bestellt. Da müsst ihr einfach nur... So sieht die aus. Da müsst ihr einfach nur Oversized Sonnenbrille eingeben und da findet ihr die. Ich weiß jetzt auch nicht, was es noch da für einen anderen Suchbegriff gibt, aber ihr findet die auf jeden Fall. So schwer ist das nicht. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit an meinen Haaren rumfummel, aber... So, und die letzte Sonnenbrille, die ist so geil, die haben auch so viele. Das ist diese hier. Ursprünglich von Celine. Die hier ist von Amazon. Und... ich habe die mit dem, die oben schwarz ist und unten dann so, ich weiß echt nicht, wie man diesen Style nennt. Ihr könnt das ja sehen. Unten ist sie dann so gefleckt, hornmäßig. Und die, finde ich, passt eigentlich auch ganz gut zu meinem Gesicht. Vor allem, wenn ihr so ungeschminkt seid, ist das so cool, weil niemand sieht euer Gesicht. Die sehen nur eure Lippen und eure Stirn. Und echt mega praktisch. Und... das Thema ungeschminkt ist eine sehr, sehr gute Überleitung, denn ich zeige euch jetzt ultimatives Hautprodukt, Gesichtsprodukt. Und zwar, wenn ihr euch im Sommer nicht unbedingt mit Make-up zuklatschen wollt, also ich mache das gerne, aber vielleicht nicht jeder, und ihr trotzdem wollt, dass eure Haut richtig schön aussieht, habe ich hier diese von Schäbens Perfect Skin Beauty Konzentrat. Und zwar sind das solche Kapseln, die macht ihr auf, also pro Anwendung eine Kapsel. Und da ist so ein Fluid drin, wie so eine getönte Tagescreme, aber ganz leicht und jetzt auch so einen schönen Schimmer. Und ihr habt dann einfach so ein schönes Hautbild, das mattiert auch noch. Und es ist einfach richtig, richtig cool. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall für den Sommer holen, falls ihr euch nicht so zukleistern wollt. Aber wenn ihr euch doch zukleistern wollt, dann finde ich das im Sommer nicht so cool, wenn man so komplett matt ist. Weil im Sommer ist alles so glowy und ja, deswegen... egal wie ihr euch schminkt, egal welches Make-up ihr benutzt, damit euer Make-up auch nicht runterschmilzt. Von NYX Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Und zwar dieses hier. Ja, kann man jetzt bestimmt nicht so gut erkennen, aber ich liebe das einfach. Das macht so ein cooles Finish und das lässt das Make-up auch richtig, richtig lange halten, finde ich. Deswegen gönnt euch das auf jeden Fall. Und jetzt ein nicht so cooles Thema, aber... jeder Mensch hat das Schwitzen und ich zeige euch jetzt das beste Deo. Das kennt ihr bestimmt aus der Werbung. Rexona Maximum Protection Clean Scent. Ich glaube, das andere ist Fresh oder so. Der Geruch ist eigentlich egal. Die riechen relativ neutral. Das ist so Creme-Deo. Das dreht ihr raus und ihr schwitzt wirklich nicht mehr. Egal wie heiß es ist, ihr schwitzt nicht. Gar nicht. Also alle anderen Deos sind ja nur für den Geruch da. Die aus der Dose zum Sprühen und alles mögliche. Dieses Deo schützt euch wirklich vom Schwitzen und das für den Sommer essentiell. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Favoriten und zwar Body Sprays. In so richtig sommerlichen Richtungen. Ich liebe ja Kokosnuss und... ach, Kokosnuss. Einfach Kokosnuss. Und zwar habe ich hier von Victoria's Secret Coconut Passion. Ja, das heißt Coconut Passion. Das ist in so einem orangenen Behälter. Ich glaube, die haben jetzt die Verpackung geändert. Die mit so runde Flakons, aber... ich glaube, bei Müller bekommt ihr noch diese Verpackung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im Online-Shop von Victoria's Secret sehen die jetzt anders aus. Aber ihr müsst einfach mal den Suchbegriff eingeben. Das riecht so geil und das ist so erfrischend im Sommer. Wenn ihr das so in der Tasche habt und euch ist voll heiß, dann sprüht ihr euch damit so ein. Dann ist es voll erfrischend und riecht einfach nach Vanille und Kokos. Und was das für eine geile Mischung. Ich habe auch noch ein anderes, ein paar andere. Aber das hier ist echt mein Liebling für den Sommer. So, das waren jetzt alle meine Sommer-Must-Haves in allen Bereichen, die ich abdecken wollte. Und ich hoffe, ihr konntet damit auf jeden Fall was anfangen und werdet vielleicht den ein oder anderen Tipp befolgen, den ich euch gegeben habe.
Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was eure Sommer-Must-Haves sind, weil ich würde auch gerne meinen Horizont erweitern und vielleicht auch was anderes ausprobieren. Und ja, das war's dann auch wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!